Herzlich willkommen zu einem neuen Photoshop-Tutorial. Mein Name ist Lars und in diesem Tutorial möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie Sie so eine Eisschrift in Photoshop erstellen können. Das geht ganz einfach und das werde ich Ihnen jetzt zeigen. Dazu lösche ich mal diese Datei, das schließe sie einfach und dann erstellen wir eine neue. Wir gehen auf Datei, Neu. Ich habe jetzt hier die Maße hier von meinem Bildschirm einfach mal genommen und drücken einfach OK. Als erstes machen wir einen Hintergrund. Wir gehen auf das Füllwerkzeug, was Sie hier finden, nehmen die Farbe Schwarz und füllen einfach alles hier mit Schwarz. Als nächstes nehmen wir unser Textwerkzeug, was wir hier links finden, nehmen die Farbe Weiß und schreiben unseren Text hinein. Ich schreibe jetzt einfach mal eiskalt. Passt natürlich ziemlich gut. Drücke STRG und T und mit gedrückter Shift-Taste vergrößere ich dies. So, noch etwas größer. So in etwa, schieb es mittig. Und dann können wir auch schon anfangen. Als erstes müssen wir diese Schriftebene und die Hintergrundebene zu einer Ebene machen. Dazu markieren wir beide mit gedrückter Steuerungstaste und drücken dann STRG und E. Als nächstes gehen wir oben auf Filter, gehen auf Vergröberungsfilter Kristallisieren. Wählen hier einen Wert von 4 aus, Zellengröße 4, bestätigen dies mit OK. Als nächstes müssen wir unser Bild drehen. Dazu gehen wir auf Bild, Bilddrehung, 90 Grad im Uhrzeigersinn. Und dieser schon mal so aus. Etwas rauszoomen. Und als nächstes gehen wir wieder auf Filter. Dann gehen wir auf Stilisierungsfilter. Und auf Windeffekt. Hier stellen wir Methode Wind ein, Richtung rechts. Bestätigen das hier mit OK. Gehen dann wieder auf Filter, Vergröberungsfilter und wieder auf Kristallisieren. Wenn denn diesmal, letztes Mal hatten wir hier 4, jetzt stellen wir einen Wert von 8 ein, also das Doppelte. Bestätigen das wieder mit OK. Gehen dann wieder auf Filter. Gehen dann auf Stilisierungsfilter wieder und auch wieder auf Windeffekte. Und stellen, machen das mit den gleichen Einstellungen. Wieder Methode Wind Richtung rechts. Machen wieder OK. Danach können wir unser Bild wieder drehen. Dazu gehen wir auf Bild. Bild drehen. 90 Grad gegen Uhrzeigersinn. Somit ist es wieder gerade. Können etwas näher rangehen. Dann haben wir schon mal unsere Eisschrift hier und als nächstes tun wir noch etwas Farbe hinzufügen. Dazu gehen wir auf Bild, Korrekturen, Farbbalance oder STRG und B. Wählen dann hier Mitteltöne aus und Luminanz erhalten machen wir ein Häkchen weg und gehen hier bei den untersten Regeln, den stellen wir auf plus 100. Bestätigen das mit OK und somit haben wir eine Eisschrift. Ziemlich simpel und einfach und ich danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.